Allein die Vorstellung, GroKo 4, Albtraum. Ja, noch können wir sie verhindern, das ist die gute Nachricht. Ich behaupte sogar, da geht noch viel mehr, als wir denken, zwischen FDP und Grünen. Überlegen Sie mal, beide sind gegen die Vorratsdatenspeicherung, für Wahlrecht ab 16 und ganz wichtig, beide haben total reiche Wähler. So viel Gemeinsamkeit, wäre doch kein schlechtes Paar. Ja, und dann haben sie diese Woche auch noch gemeinsam die Vorsondierung erfunden. Kannten wir noch gar nicht. 48 Stunden nach Schließung der Wahllokale wurde schon vorsondiert. Und ein Selfie sorgte für Schnappatmung auf sämtlichen Kanälen. Alle Welt spricht über dieses Foto. Ein Selfie mit Seltenheitswert. Selfie vom gestrigen Abend. Das ist das wichtigste Selfie Deutschlands. Diese vier hier. Bei Instagram. Auf Instagram. Selbst gemacht. Dass dann aber doch jeder einen anderen Lichtfilter benutzt. Vielleicht ja ein Hinweis auf unterschiedliche Ansichten bei mehreren Themen. Ja, oder es ist einfach nur ein doofes Selfie und der Filter hat einen Scheiß zu bedeuten. Denn natürlich hat Herr Lindner als einziger den Filter gefunden, bei dem er gut aussieht. So klar. Wie war das eigentlich so, frage ich mich, direkt neben dem fotografiert zu werden? Ihre Referenzen? Ja, das dachte ich mir. Tatsächlich erleben wir alle gerade live sowas wie eine Revolution. Es gab es noch nie. Die Kleinen sind endlich mal am Drücker und erwählen ihre großen Partner. FDP und Grüne ziehen sich zurück in ein grün-gelbes Konklave und vor der Tür hängt ein Schild, alter Mann zum Mitkoalieren gesucht. Ja. Und jetzt können sich Scholz und Laschet mit Geschenken bei den neuen Machthabern bewerben. Scholz schenkt Baerbock Steuererhöhungen und ein Pony, Entschuldigung, ein Elektropony. Laschet zieht nach und schenkt Lindner das Ende des Soli und eine Eisskulptur von Christian Lindner. Ja. Und so geht das weiter und am Ende gucken Sie dann gemeinsam die Neujahrsansprache von Angela Merkel, weil das alles so elendig lange dauert. Ja, oder auch nicht. Mal gucken, vielleicht überraschen Sie uns. Man möchte so gerne Mäuschen spielen, oder? Ich frage mich, wer geht da jetzt selbstbewusster in die Gespräche? FDP oder doch die Grünen? Ich meine, einerseits holen die Grünen mit 14,8% ihr bestes Ergebnis ever. Andererseits haben sie ihre Zahlen aus dem Frühjahr halbiert. Halbiert! Das ist alles eine Frage der Perspektive und erklärt möglicherweise diese enthemmten Szenen vom Wahlabend. Tja, die Grünen, sie wollen sich dieses Ergebnis schön feiern, will ich mal sagen. Wir können uns das hier mal angucken hinter mir. Also die Party hat bereits begonnen, die Musik wird aufgedreht. Noch sind hier sehr wenige auf der Tanzfläche, auch das muss man ganz klar sagen. Junge, da war ja bei uns in der Konfirmandendisco mehr Stimmung, Grüne. Und es ist übrigens völlig müßig zu fragen, ob man mit Habeck vielleicht erfolgreicher in nicht grüne Milieus vorgestoßen wäre. Weiß keiner. Sicher ist nur, als die Annalena dem Robert damals die Kanzlerkandidatur nahm, hat sie ihm viel mehr genommen. Seine Würde. Das hat so doll wehgetan, hier ganz tief drin, dass Baerbock ihm jetzt zur Wiedergutmachung die Vizekanzlerschaft versprechen musste. Ich hatte eine Ambition und ich musste mich eine Woche lang schütteln, um zu akzeptieren, dass ich diese Ambition jetzt nicht leben konnte. Eine Ambition? Hatte ich auch mal, war aber zum Glück gutartig. Jetzt darf er also Vizekanzler werden. Ein Amt, das es gar nicht gibt. Vizekanzler einer Regierung, von der keiner weiß, ob sie jemals kommt. Glückwunsch, Robert. Ja. Und wenn Sie wissen wollen, wie unfassbar unwichtig dieses Amt ist, Philipp Rösler war mal Vizekanzler. Mehr muss man nicht wissen. Ja, echt blöd, unglücklich, dass diese Vize-Sache geleakt wurde. Denn man denkt ja immer, ja, bei den Grünen, ne, da geht's nie um Ämter, da geht's immer um die Sache. Ja. Die fahren nicht so das Ego-Ding. Von wegen. Tatsache ist, zumindest bei den Sondierungsgesprächen ist Habeck jetzt wohl das neue Machtzentrum und er hat sich einen ganzen Sack voll neue Metaphern gekauft. Sondieren mit der FDP, das ist so. Das ist so, als ob man sich in einer Partnerschaft aufzählt, was man doof findet aneinander. Du schnarchst, du stellst die Milchtüte immer verkehrt im Kühlschrank, du lässt die Socken überall rumliegen und zu spät kommst du auch immer. Aber jetzt ab nach Mallorca und dann sagt man so, und wollen wir uns jetzt sozusagen eine Wohnung gemeinsam teilen. Und dann kommt da noch irgendwie eine gelbe Spachtelmasse dazu. Es geht darum, die Schraube gerade reinzusetzen und nicht von vornherein schräg reinzudrehen, dann kann der Dübel niemals halten. Ich habe jetzt eher so eine Spacksschraube gedacht. Das ist ein dickes Brett, da muss man irgendwie eine Fixierung reinbringen. Spacksschrauben brauchen keine Mutter. Genau. Spacksschrauben sind Halbwaisen.
Es gibt so viele faszinierende Fakten übers Dübeln, ich könnte ihm stundenlang zuhören. Aber wie kriegt man jetzt die gelbe Spachtelmasse namens FDP dazu, auf ihre Steuersenkung zu verzichten? Wie? Wird nicht einfach, prophezei ich, denn die neue FDP kann vor Kraft kaum laufen. Warum? Weil die Kids sie neuerdings lieben. Ja, bei den Erstwählern liegt die FDP nach neuesten Zahlen gleich auf mit den Grünen. Ist so ein Hammer. Man denkt ja immer nur an diese Fridays-Kinder, weil die ständig im Fernsehen sind. Aber das greift zu kurz. Junge Menschen von heute sind eben ganz anders, als wir bei den linksgrün versifften Medien uns das wünschen. Sind eher so wie der junge Lindner. Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Sagt der süße Lindner-Prototyp. Ja, so einen würde ich noch mit 18 durch die Babyklappe stopfen. Zur Wahrheit gehört aber auch, Union und SPD dürfen sich gar nicht wundern, dass ihnen die vielen jungen Wähler wegrennen. Schüler und vor allem Studenten wurden und werden in der Corona-Krise praktisch ignoriert, alleingelassen von der GroKo. Die FDP spricht sowas wenigstens mal an und gilt außerdem als coole Digitalpartei. Zumal die Kinder von heute ja gar nicht mehr wissen, wie analoge FDP-Politiker früher geredet haben. Menschen, die hart arbeiten, denen darf man nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, ihr Homies, das war der Rainer Brüderle. Der hat in der Politik damals viel Käse erzählt, aber heute ist das eigentlich auch Wurst. Übrigens, auch die moderne FDP steht immer noch für längst widerlegten Quark wie Trickle Down. Also, Sie wissen schon, wenn ich Firmen und Besserverdiener entlaste, haben am Ende irgendwie alle was davon. Leider nein, leider gar nicht, weiß man heute. Die Wahlsensation 2021. Immer mehr liberale Erstwähler. Schauen wir nicht länger weg. Die Klimbus, eine scheinbar normale Familie. Doch das Verhalten von Sohn Konstantin gibt den Eltern neuerdings Anlass zur Sorge. Scheiße, DAX minus 2%. Klar, die Märkte haben Angst vor steigenden Zinsen. Sag mal, liest du da etwa den Wirtschaftsteil? Ja, klar. Ja, der Konstantin, der war eigentlich ein ganz normaler, gesunder Junge. Stinkfaul, antriebslos und hat viele Pornos geguckt. Und jetzt, er wäscht sich plötzlich, macht seine Hausaufgaben, grüßt die Nachbarn. Und da kam uns halt dieser Verdacht. Wir haben uns gefragt, wählt unser Sohn vielleicht die FDP? Ach, Bettina, komm, ist doch gut. Ist doch alles nicht deine Schuld, ne? Leider kein Einzelfall. Immer mehr junge Deutsche driften ab in die Welt des Liberalismus. Die ersten Anzeichen werden oft übersehen. Zum Beispiel das lachsfarbene Polohemd. Besonders mit aufgestelltem Kragen. Und dann kommt unweigerlich der eine Moment, in dem es keine Zweifel mehr gibt. Porsche. Natürlich machst du dir da Vorwürfe. Als Vater fragst du dich ja auch, wo hast du da versagt? FDP wählen ist ja auch immer eine Art Hilferuf. Tatsächlich ist Liebe die einzige Antwort auf junge FDP-Wähler. Geduld mit einem Menschen, den man fast nicht mehr wiedererkennt. Wie ich sehe, fährst du heute mit dem Taxi zur Schule? Mach ich jetzt immer. Im Bus sitzen einfach so viele arme Leute. Ist zwar teuer, aber du weißt ja, Papa, Probleme sind auch nur dornige Chancen. Alles klar, verstehe. Schönen Tag noch. Bei allem Schmerz, Eltern sollten nie vergessen, mit etwas Glück ist FDP-Wählen im Leben ihres Kindes nur eine kurze Phase. Konstantin, was ist denn jetzt los? Ich bin nicht mehr liberal. Ich bin jetzt Satanist und rauch Crack. Das ist ja klasse. Siehst du, alles wird gut. Ja. Mal abwarten, ob wirklich alles gut wird. Die liberale Rasselbande träumt nämlich von der Jamaika-Koalition. Und auch einige Grüne finden Jamaika verlockend, weil sie von einer verzweifelten Union vielleicht mehr Zugeständnisse kriegen. Fakt ist aber, und darüber denkt bitte mal nach, Grüne, Deutschland steht vor gigantischen Herausforderungen. Und die Worte Laschet und Neuanfang können gar nicht im selben Satz vorkommen. Außerdem laut INSA-Umfrage ist Jamaika mit 19% noch unbeliebter in der Bevölkerung als die GroKo. Kurz gesagt, Grüne, tut das nicht. Die Heute-Show sagt No zu Jamaika. Unsere Aktion?
No Maika. Über der grünen Zentrale kreisen 24 Stunden am Tag Flugzeuge mit No Maika-Bannern. Dem Lindner simsen wir einmal stündlich das FDP-Wahlergebnis nach seiner letzten Regierung mit der Union. Und jedes Mal, wenn ihr euch irgendwo trefft, beschallen wir euch von draußen gnadenlos mit der Hymne unserer Bewegung. No, Maika, no cry. Mein Reden, no Maika, weniger cry. Knisternde Spannung im politischen Berlin. Wo treffen sich Grüne und FDP zum nächsten Selfie? Und noch wichtiger, wer benutzt diesmal welchen Fotofilter? Am Dienstag haben sie alle überrascht mit ihrem Geheimtreffen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Wir schalten live in die Hauptstadt zu Tina Hausten. Sie beobachtet für uns die relevanten Szenelokale. Tina, wie ist die Lage in Berlin? Oliver, die Lage ist, ehrlich gesagt, verwirrend. Je länger man über das Selfie vom Dienstag nachdenkt, umso mehr neue Rätsel tun sich auf. So viele versteckte Hinweise. Zum Beispiel, warum hat nur Robert Habeck das Bild im Querformat gepostet? Zufall? Oder ist er vielleicht doch Querdenker? Nur eine Frage. Und noch verwirrender, warum zum Teufel sieht man Christian Lindner hier plötzlich in Farbe? Wussten Sie, dass es den Mann in Bunt gibt? Wegen der coolen Plakate dachte man natürlich, der Lindner ist schwarz-weiß. Tja, wem kann man noch glauben? Ja, wo genau sind Sie da jetzt gerade? Vom Borcherts, vor der FDP-Zentrale? Was? Nein, nein. Wie denn? Das hier ist Berlin. Ich versuche seit 5 Tagen zu wählen. Aber mein Wahllokal hat immer noch keine neuen Stimmzettel. Wenn ich jetzt zur FDP gehe, verliere ich ja meinen Platz in der Schlange. Ihr in Westdeutschland mögt das vielleicht spannend finden, wer demnächst im Bund regiert. Aber hier in Venezuela an der Spree haben wir ganz andere Sorgen. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf haben 22 Bezirke ein identisches Wahlergebnis. Die Erklärung, hier wurde einfach geschätzt, um erstmal überhaupt ein Ergebnis zu haben. Chaos vor den Wahllokalen, lange Warteschlangen, fehlende Unterlagen und genervte Berliner. Dann kamen sie raus und haben gesagt, dass es gibt einfach keine Zettel mehr. Da wurde mir gesagt, nee, ich könnte nach Hause gehen, es seien keine Wahlzettel da. Ulkig. Genau mit dem Trick hat Honecker auch immer seine Wahlen gewonnen. Sorry, Genossen, leider keine Zettel mehr da. Oh. Ich sag Ihnen was, Oliver. Wenn wir Pech haben, muss wegen Berlin die ganze Bundestagswahl wiederholt werden. Geklagt hat anscheinend auch schon einer, ein gewisser Armin L. aus Aachen. Oh, Sekunde. Ich glaube, davon bewegt sich was. Nein, doch nicht. Tina, in mehreren Berliner Bezirken gab es am Ende wohl mehr Stimmen als Wahlberechtigte. Wie kann denn sowas passieren? Weil wir uns übernommen haben. Wahl- und Berlin-Marathon am selben Tag? Wie soll das gehen? Das sind ja gleich 2 Dinge auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Und übrigens, der Marathon ist natürlich auch noch nicht vorbei. Oh, du schaffst das! Völker der Welt, lacht über diese Stadt! Franziska Giffey hat Berlin gerade eine zukunftsfähige Weltstadt genannt. Das ist genau mein Humor. Wir können nicht mal Zettel in Wahllokale bringen. Aber gut, so langsam geht's ja wieder bergauf. Berlin nach der Pannenwahl. Das Chaos geht weiter. Einige Bürgerämter haben geschlossen, weil die Mitarbeiter als Wahlhelfer eingesetzt waren und sich erst einmal erholen müssen. Ja klar, da bist du natürlich fix und fertig, ja? Sitzt den ganzen Tag da, ohne Zettel. Oh, Oliver, alles wird gut. Ich höre gerade, Berlin ist gerettet. Wegen des Wahlchaos am Sonntag kommen jetzt die Alliierten zurück. Oh, guck mal, der erste GI verteilt Schokolade. Oh my God, thank you very much. Please marry me. Tina Hausten. Tina Hausten live aus Deutschlands beliebtestem Failed State. Ja, wie in dem alten Schlager. Ich habe noch einen Koffer voller Wahlzettel in Berlin. Die Landeswahlleiterin ist inzwischen übrigens zurückgetreten. Ich würde sagen, konsequent. Am Ende einer Woche, die viele Verlierer gesehen hat. Manche tun einem leid, andere so gar nicht. Meint auch Dietmar Wischmeier in einer neuen Folge von Menschen im Abseits. Dietmar Wischmeier klagt an. Heute Wahlverlierer. Schon wieder ist ein Kanzlerkandidat aus der Region Aachen gescheitert.
Armin Laschet sitzt bereits ganz vorne im Schulz-Zug nach nirgendwo. Aber das ist ja nicht der einzige geplatzte Traum vom letzten Wochenende. Ich sag nur Hubert Aiwanger, der Posterboy der Ungeimpften, hat es mit seinen Freien Wählern leider nicht in den Bundestag geschafft. Also, er bleibt natürlich bayerischer Vizekönig und macht Markus Söder weiter das Leben zur Hölle. Zum Beispiel, indem er am Wahlsonntag einfach schon mal die geheime Prognose twittert. Erst heute äußerte sich der Freie Wählerchef zur vorzeitigen Veröffentlichung der noch geheimen Prognose. Das war ein Missgeschick, die Details werden wir klären. Das kommt schon mal vor. Er ist halt beim Scheiße-Schaufeln mit der Mistgabel an der Computermaus hängen geblieben. Passiert. Blöd lief's auch für die kleinste Brille der Welt, für Hans-Georg Maaßen. Mister, bin nicht in die CDU eingetreten, damit 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Jetzt hat sich herausgestellt, die Araber haben es zwar nach Deutschland geschafft, aber er nicht in den Bundestag. Hier, Stimme der Basis. Oh, Moment, das ist doch ein Rechter, ne? Oder ja, Maaßen. Also ich will mal so sagen, manche Ideen sind nicht schlecht. Man denkt kurz, er hat ein Problem damit, dass Maaßen ein Rechter ist. Andererseits muss ich den Ossi an sich mal in Schutz nehmen, beim Blick auf die AfD-Direktmandate. Wir haben nämlich gar kein Ossi-Problem, wir haben höchstens ein Problemchen im neuen Gau Deutsch-Südost. Sonst nix. Quizfrage, wer sieht zwar aus wie ein Rentner, muss jetzt aber trotzdem weiterarbeiten? Gut, war zu einfach. Philipp Amthor hat es über die Landesliste in Meck-Pommes gerade so geschafft, aber ohne Direktmandat. Peinlich. Was ist denn hier los? Hat der Wähler etwa plötzlich was gegen Korruption? Seien wir doch dankbar, dass es noch leistungsbereite junge Menschen gibt, die ihre Socken selber bügeln und sich für deutsche Werte interessieren. Ich bin ja echt Fan von Bier und Bratwurst. Auch mal dunkle Schokolade, Ferrero Rocher. Was Rustikales, Schnitzel und Spargel, durchaus eher Team Popcorn. Und natürlich sehr gerne Wildfleisch, Bratkartoffeln, Salami und ein bisschen Schinken. Aber auch für Nachos zu haben. Speckbohnen mit Butter. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Übrigens, selbst da ist er rausgeflogen. Also keine Direktmandate für Amthor, Maaßen und Aiwanger. Der deutsche Wähler ist eben doch viel schlauer, als man denkt. Bitte? Wer? Wer hat ein Direktmandat geholt? Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.